euer Sascha. Ich befinde mich im Skigebiet Ehrwalder Alm, befinde mich jetzt an höchster Stelle auf dem Issentalkopf, bin mit der Gondelseilbahn bis zur Hälfte und jetzt mit dem 6er Sessellift hier nach ganz oben und werde hier ein Skigebietstest für euch drehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Aufnahmen. Jetzt hier bei der Ehrwalder Alm eingekehrt. Jetzt im Hintergrund zu sehen. Sehr schön gelegene Alm, direkt an der Piste. Und an gleicher Stelle befindet sich das Tiroler Stuben. Müsste jetzt im Fokus der Kamera liegen. Sehr schön gelegene Alm, ich sag mal im Bereich der Mittelstation Ehrwalder Alm Skigebiet. Also von der Gondelseilbahn aus, vom Tal. Geht es direkt zu diesen beiden Almen. Von hier aus hat man die Möglichkeit, mit dem Sessellift weiter nach oben aufzusteigen oder eben ein kleines bisschen Piste zu überwinden, um mit einem anderen Sessellift wieder auf eine andere Stelle in das Skigebiet zu liften. Und wir werden jetzt gleich als nächstes ein Stückchen abfahren und dann die andere Ecke des Skigebietes besuchen. Höchsten Erhebung des Skigebietes Ehrwalder Alm. Wir sind gerade mit dem Gangrover blitzt hier hochgeblitzt worden und fahren jetzt erstmal, ich muss auf den Plan gucken, die rote 5, die zu rot ist, hier wird, um dann mit der blauen 2, nein, das ist schon die 1, die blaue 1, die schlussendlich ins Tal führt, um dann wieder mit der Ehrwalder Almbahn nach oben zu fahren. So, wir sind jetzt hier nochmal bei, ja, im Prinzip der Endstation der Gondelseilbahn, aus dem Tal hochgegondelt. Sprich, hinter mir ist wieder das Tiroler Haus zu sehen.
und etwas weiter unterliegend die Ehrwalder Alm. Wir werden jetzt nochmal den Sessellift dort drüben nehmen, um auf diesen Issental-Kopf hoch zu liften, um dort das Gebiet noch weiter auszuchecken. So, wir sind nochmal auf dem Issental-Kopf hochgeliftet auf 1950 Meter. Wir werden uns jetzt bis zu dem Sessellift in diesem anderen Tal, ich hatte jetzt den Namen vergessen, runterbegeben. Also auf Deutsch gesagt, wir knattern jetzt einfach mal die 11 runter. Nein, nicht zum Issental. Das Ding heißt anders, werden wir gleich sehen. Was für Feld? Nee, auch nicht. Ich werde das berichten. Geisttal. Geisttal, wir fahren zum Geisttal. Das ist hier alles weiß, ne? Geisttal mit der Geisttalbahn nach oben geliftet. Das war übrigens noch die Piste 12 am Ende. Und wir werden uns jetzt zur Sportleralm, bin ich der Meinung, hieß das Teil, mit der roten 9, die dann zur 75,5 kurzweilig wird, gegeben. So, ich bin jetzt nochmal diesen 6er Blitz Ganghofer auf den Berg, der keinen Namen hat, geliftet.
Leider ist im Pistenplan, steht oben nur Skigebiet Ehrwalder Alm. Hat leider keinen Namen, dieser Berg. Also der Berg ohne Name. Und den werde ich nochmal runterfahren, und zwar über die 3 und dann zum Schluss mit der 2 und dann der 1 ganz ins Tal. Wir haben schon 16 Uhr, ist also schon bald Liftschluss hier. Was ich zu der Situation eben nochmal sagen möchte, ist, ich bin ja eben auf den Issentalkopf hoch, bin dann diese schwarze 8 gefahren. Die war sehr geil, das war auch endlich mal eine richtig geile steile Strecke. Die hat aber auch nur so 800, 900 Meter, würde ich sagen, von der Länge. Wird dann zu dieser 3, die ich jetzt auch gleich nochmal fahre, die ist auch relativ anspruchsvoll. Bin aber die 3 eben durch die Fun Slope gefahren und die hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr cool. Ja, Gesamtfazit, Ehrwalder Alm, ist ein sehr schönes Skigebiet. Also die haben echt variantenreiche Pisten, Fun Slopes ohne Ende, schöne Alm, alles super, würde ich sagen. Aber jetzt rockere ich nochmal runter ins Tal. Und dann werde ich unten im Tal noch ein paar Aufnahmen von dem Ort Ehrwald einspielen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen hoch bei YouTube, abonnieren nicht vergessen und ciao, Leute.